Mannschaften. Schauen wir mal drauf, damit Sie uns auch glauben. Also, Plauen hat die besten Chancen, kann den Aufstieg heute schaffen. Gera, der Aufsteiger, will den vierten Platz mindestens absichern, doch von hinten drängen Sachsen, Leipzig und Markranstädt. Selbst Borea, Meusewitz, Halberstadt und Auerbach haben noch Chancen auf den Relegationsplatz 4. Wir starten mit der Mannschaft, die größte Chance hat, heute als drittes Team aufzusteigen, mit Plauen. Der VfC ist bei Borea Dresden zu Gast, die trotz einer katastrophalen Rückrunde auch wieder Aufstiegschancen haben. Thorsten Püschel meldet sich aus dem Jägerpark. Stocksauer war Hermann Andreev nach dem vergebenen Matchball am Mittwoch, dem bitteren Remis gegen Bautzen. Aber er hat seinen Spielern eingeimpft. Ein Sieg heute und wir sind der dritten Liga ganz, ganz nah. Plauen mit einer Umstellung, André Heinisch im Sturm für Zemlin. Die Anfangsphase mit dem besseren Start für die Gäste. Schulze ist das. Und Sapischny völlig frei, alleingelassen im Strafraum, trifft den Ball. Nicht voll. Erstes Achtungszeichen der Vogtländer. Freistoß, Haldurovic, Heinisch und der Ball ist drin. Ausgerechnet André Heinisch. 0:1 nach 8 Minuten. In seinem ersten Spiel für den VfC von Beginn an trifft er. Der Mann, der bis vor 2 Jahren noch hier bei Borea gespielt hat, das damals noch Dresden-Nord hieß. Großer Jubel natürlich bei den zahlreich mitgereisten Plauener Fans. 3 Minuten nach der Führung wieder André Heinisch. Die Flanke und dann ein Pfiff. Der Pfiff von Schiedsrichter Paul Müller. Verwirrung und es gibt Handelfmeter. Achtung hier, Klippel soll hier mit der Hand dran gewesen sein. Für uns nicht ganz aufzulösen, diese Situation. Handelfmeter in Minute 11. Zapischny gegen Keller und auch der passt. 0:2. Und wie hat der Trainer das Ganze erlebt? Noch ganz, ganz ruhig. Aber er weiß, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt Richtung dritte Liga. Dieser verwandelte Elfmeter von Sapischny. Borea Dresden braucht 20 Minuten, um sich vom Schock zu erholen. Kohler direkt hinaus auf Paulus. Und Haldurovic klärt zur Ecke. Das Ganze beäugt von Robert Koch, der rot gesperrt ist mit 15 Toren, bester Dresdner Torjäger. Der Eckball am langen Pfosten, Erik Thalke! Thalke, der Innenverteidiger, gerade mal 18 Jahre alt. Toller Kopfball von ihm, aber auch klasse Reaktion von Okrutski im Plauener Gehäuse. Freistoß Plauen, Sapischny im kurzen Eck ist der Ball wieder im Tor. 0:3. Und wir haben gerade mal 27 Minuten gespielt. Klippel geht ja nicht energisch genug ran. Das 8. Saisontor. Damit Sapischny, bester Plauener Torjäger. Dresdens Trainer Tino Gaunitz natürlich bedient. Dann eine Viertelstunde Leerlauf. Wir sind Sekunden vor der Pause. Sapischny verlängert. Paulik und der passt auch. Keller zu weit vor dem Tor. 0:4 nach 45 Minuten. Toll verlängert von Sapischny und Paulik spekuliert darauf, dass Keller zu weit davor steht. Drin ist er. Plauen also auf dem besten Weg zur Pause Richtung Regionalliga. Tino Gaunitz bringt in den zweiten 45 Minuten frisches Stürmerblut mit John Boros und Mike Salewski. Das Spiel jetzt ausgeglichen. Freistoß Dresden und der Kopfball von Dresdens Kapitän Elver Jugo, aber Okrutski steht am rechten Fleck. Sie können schon mal vorfeiern. Ganz nah sind sie dran an Liga 3. Plauen kann jetzt ganz entspannt auf Konterchancen warten. Sapischny. In seinem Rücken läuft sich Soltau frei. Zurückgelegt auf Sapischny und er passt. Wunderschöner Angriff. 63. Minute, das 3. Tor des Tages für Sapischny. Es bleibt dann auch bis zur 90. Minute bei diesem 0:5. Plauen hat also alles getan, was an ihrer Macht steht. Jetzt geht der Blick auf die anderen Plätze, bevor wir gleich wieder hier sind, die Stimmen zum Spiel hören und vielleicht ja sogar den großen Aufstiegsjubel erleben.